Mein Name ist Marie-Louise Brandstätter, ich bin vom Architekturbüro Nonconform. Wir sind kein klassisches Architekturbüro, oder nicht nur, sondern wir haben uns spezialisiert auf Beteiligungsprozesse. Diese Beteiligungsprozesse machen wir vor allem für Gemeinden, Kommunen im ländlichen Raum, aber auch in Großstädten, auch für Unternehmen und für Bildungsinstitutionen. Das ist unser Team. Wir sitzen an 7 Standorten in Österreich und Deutschland. Ich persönlich, ich bin auch keine Planerin, ich habe BWL und Publizistik in Wien studiert und bin vor 1,5 Jahren dann nach Graz gegangen und bin dort jetzt Standortleiterin, bin insgesamt seit 5 Jahren bei Nonconform. Wie sieht unsere Tätigkeit im ländlichen Raum aus? Wir haben heute schon den Donut gesehen und das Gegenbild dazu ist der Krapfen. Und wir werden genau dann geholt, wenn der Donut Probleme macht, nämlich wenn es so aussieht. Das heißt, wenn die Ortskerne schon entleert sind. Warum das passiert, das haben wir heute schon gehört und ich werde jetzt nicht gesondert nochmal alles aufrollen. Im Prinzip sehen wir ganz stark, dass durch diese Zersiedelung, auch durch die Mobilität, durch die Möglichkeit mit dem Auto sich von A nach B zu bewegen, die Straße zum Trennenden, zum Verbindenden, aber auch zum Trennenden Glied wurde und sich ganz viele Dinge an die Ortsränder verlagert haben und sich Funktionen vor allem, also Funktionen geteilt haben. Das heißt, Wohnen, Arbeiten, der Konsum wurde durch die Straße vor allem geteilt. Und diese Funktionsteilung schlägt sich auf unsere Orte nieder. Wir kennen diese Bilder alle, wie so die Stadtränder oder die Gemeinderänder aussehen. Wir kennen auch das, Einfamilienhaussiedlungen auf der grünen Wiese. Und wir haben heute schon ganz gut gehört, was das mit unseren Bodenressourcen macht. Gleichzeitig werden die Ortskerne leer und es bleibt eben dieses Donutloch in der Mitte. Und das war auch in Trofeiach so. Trofeiach ist auch eine Stadtgemeinde in der Obersteiermark, hat ungefähr 11.300 Einwohner, auch in einer Industrieregion, die mal sehr aufstrebend war und die dann sehr stark damit zu kämpfen hatte, dass es, die Bevölkerung geschrumpft ist und sich dieser Ortskern eben ganz stark entleert hat. 1978 hat es noch so ausgesehen in der Hauptstraße, sehr belebt, da war viel los. Das ist 2015, als wir begonnen haben, in Trofeiach zu arbeiten. Es gab 40 leerstehende Geschäftslokale in der Innenstadt, zum Teil ganze Immobilien, die leer standen. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen einen Krapfeneffekt. Wir müssen dieses Loch in der Mitte füllen und zwar mit dieser guten Fülle. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz erzählen, wie wir das in 7 Schritten in Trofeiach gemacht haben. Das Erste, und das können Sie vielleicht auch bestätigen als Bürgermeister, ist das politische Bekenntnis zur Innenentwicklung. Es braucht wirklich dieses Bekenntnis aus der Politik. Wir setzen auf Innenentwicklung. Und das ist der Mario Abel, der Bürgermeister von Trofeiach. Und auch hier gab es eine Gemeindefusion und der Mario Abel hat überlegt, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich eine riesige Gemeinde. Wo beginne ich zu arbeiten? Und relativ schnell war ihm klar, naja, außenrum funktioniert eigentlich alles ganz gut, die Gliedmaßen funktionieren, aber unser Herz, unsere Innenstadt funktioniert nicht mehr und genau da müssen wir auch ansetzen. Und ein Entwicklungsleitbild ist entstanden für die Stadt Trofeiach und die Frage war, okay, wie kriegen wir das in die Umsetzung? Und da hat der Mario Abel und seine Gemeinde auf die Bürgerbeteiligung zurückgegriffen und gesagt, wir möchten das mit den Bürgerinnen und Bürgern umsetzen. Und hat uns hinzugeholt und wir haben gesagt, bevor wir jetzt in diese breite Beteiligung gehen, da brauchen wir auch dieses Commitment in der Politik und Verwaltung und wir laden euch ein, eine Lernreise mit uns zu machen. Wir sind mit 15 bis 20 Personen in 3 Vorreitergemeinden gefahren, nach Weidhofen an der Ibs, Ottensheim und Haag, die schon gute Innenstadtstärkungsprozesse hinter sich hatten oder gut in diesen Prozessen drin waren. Und Ziel war es, mal erste Essenzen mitzunehmen und ein gemeinsames Bild davon zu kriegen, okay, was,
was gehört alles dazu, wenn man sich auch in so einen Prozess begibt. Und ein paar Essenzen möchte ich herausgreifen. Die erste wichtige Essenz war, der klassische Handel wird nicht mehr in die Innenstädte zurückkommen. Wir müssen uns was anderes überlegen. Es braucht alternative Nutzungen, es braucht neue Nutzungsmischungen, seien es Dienstleistungen, neue Gastronomie, Arbeiten und vor allem auch Wohnen in der Innenstadt, um eben diese Zersiedelung an den Rändern auch einzudämmen. Und, das war auch eine wichtige Essenz für Drofeiach, es braucht eine institutionalisierte, bezahlte Person, die sich darum kümmert, die sich um diese Innenstadt kümmert und darum, dass diese leerstehenden Geschäftslokale wieder gefüllt werden. Und genau das haben sie dann auch gemacht. Sie haben den Erich Biberich eingestellt. Und ich sage ganz bewusst eingestellt, weil das war eine der wichtigsten Essenzen, dass diese Stelle nicht auf freiwilligen Engagement beruhen soll, sondern das soll eine Stelle sein, die in der Stadt ist, die bezahlt ist und die eine richtungsweisende Position auch hat, weil in dieser Stelle liegt sehr viel Verantwortung. Sie bildet die Schnittstelle zwischen Öffentlichkeit, der Bevölkerung, den Unternehmern, Politik und Verwaltung und den Immobilieneigentümerinnen und Eigentümern. Und darauf komme ich nachher noch. Und dann sind wir in den breiten Beteiligungsprozess gegangen. Was heißt das bei uns? Wir haben unser eigenes Format, wir nennen das die Nonkonform-Ideenwerkstatt, wo wir in temporär kurzen Prozessen vor Ort arbeiten. Und das Interesse in Drofeiach war überwältigend. Es sind über 1000 Leute gekommen. Und ich sage jetzt nicht, dass die gekommen sind, weil unser Prozess so einzigartig ist, sondern weil der Leidensdruck einfach extrem hoch war in Drofeiach. Und der Leidensdruck ist etwas, was sehr viel mit den Menschen macht und mit diesen Prozessen. Wie schaut so eine nonkonforme Ideenwerkstatt aus? Als erstes müssen wir die Aufgabe ganz klar abstecken. Worum geht's? Worüber sprechen wir mit den Menschen? Und müssen das mal analysieren. Dann aktivieren wir zum Mitmachen. Und da komme ich auf das zurück, was Sie auch gesagt haben. Verschiedene Gruppen müssen verschiedene Kanäle angesprochen werden. Es gibt immer die Möglichkeit, sich analog über den Zettel einzubringen bei uns. Aber es gibt auch die Möglichkeit, sich digital einzubringen. Das ist jetzt nicht Drofeiach, das ist Tulln. In Drofeiach gab es das noch nicht. Wir bieten an, Online-Ideen einzubringen und beginnen auch gerade eine App zur Beteiligung zu entwickeln und verwenden eben auch diverse Social-Media-Kanäle in Zusammenarbeit mit den Gemeinden, um die Leute einladen und zum Mitmachen zu aktivieren. Und dann kommt der Hauptakt. Für uns ist das ein meistens dreitägiger Prozess vor Ort, wo wir wirklich am Ort des Geschehens sind und dort arbeiten mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das heißt, wir eröffnen ein Büro, ein offenes Ideenbüro, wo die Leute kommen können den ganzen Tag über und wo wir als kompetente Ansprechpersonen zur Verfügung stehen. Das heißt, wir als Fach oder mit Fachwissen stehen zur Verfügung und haben ganz stark diese Vermittlungsrolle. Und das ist so ein springender Punkt in der Bürgerbeteiligung. Wir haben zwar die Fachexpertise, aber unsere Aufgabe ist es zu vermitteln und das auch verständlich zu machen, was da passiert. Wir erzeugen eine Arbeitsatmosphäre, die sehr offen ist und wo jeder sich auch traut, sich einzubringen und Freude an der Arbeit hat. Das ist auch ganz wichtig. Dabei laden wir alle Generationen ein. Also wir arbeiten immer mit Schulen zusammen, von den kleinsten weg. Auch Teenager sind ganz wichtig. Wirklich bis zu den ältesten Generationen, Pensionistenvereinen und Ähnliches. Alle sollen gehört werden, alle sollen die Möglichkeit haben, sich einzubringen und alle sollen aber auch zuhören, damit sie auch die Perspektiven der anderen bekommen, weil es dadurch findet dieses gemeinsame Verständnis statt, das dann die Grundlage einer gemeinsamen Vision ist. Und das machen wir vor Ort in verschiedenen Workshop-Formaten über diese 3 Tage, dass aus diesen ganz vielen verschiedenen Ideen und oft auch Einzelinteressen ein gemeinsames Bild wird, ein gemeinsamer Nenner, den wir dann vor Ort ausarbeiten in Form einer Präsentation und präsentieren. Somit steht am Ende dieser 3 Tage eine gemeinsame Vision, wo jeder, der irgendwie in dem Prozess dabei war, das Gefühl haben soll, okay, da ist ein kleines Stück von mir ist da drinnen und ich finde mich da drin wieder. Und dann heißt es dranbleiben. Und wir empfehlen immer ganz stark, nach so einem Prozess müssen sofort so schnell wie möglich erste kleine Maßnahmen gesetzt werden,
wirklich nur Kleinigkeiten. Und wenn es ist, dass das Bankerl irgendwo verschoben wird, an einen viel besseren Platz, aber dass die Leute sehen, okay, da ist eine Dynamik, da passiert jetzt was. Und dann gehen wir in die Erstellung eines Zukunftsbildes. Das heißt, wir schreiben das nieder. In Trofeich war das ein Masterplan, wo eben genau dieses neue Zukunftsbild, diese neue Nutzungsmischung ablesbar sein soll. Also ein konkreter Plan für die nächsten 10 Jahre ist entstanden. Und dann geht es in die Umsetzung. Mit den Schlüsselakteuren aus Politik und Verwaltung natürlich, mit dem Innenstadtkoordinator, der einen Fulltime-Job hat, das war am Anfang auch nicht klar, mit den Aktiven, auch in Trofeich hat es Arbeitsgruppen gegeben, am Anfang waren es 80 Personen, es sind dann immer weniger geworden, die aber intensiver eingebunden wurden, wie zum Beispiel die Alexandra Stingel-Enge, die Architektin vor Ort ist und ganz viele gestalterische Dinge übernommen hat. Mit den Gewerbetreibenden, die gefördert werden, damit sie die Innenstadt beleben können mit ihren Ideen, wo auch wieder der Erich Biebrecht ganz eine zentrale Stelle hat, um Förderungen aufzutreiben, Geschäftslokale zu vermitteln, Angebot und Nachfrage zusammenzubringen. Und ganz wichtig, das haben wir auch schon gehört, die Immobilieneigentümer. Denn das ist auch ganz klar geworden, ohne die Bereitschaft der Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer was zu tun, in ihre Immobilien auch zu investieren oder sie zur Verfügung zu stellen, funktioniert Innenstadtentwicklung nicht. Und da gibt es immer die, denen das egal ist, die sich das einmal anschauen, die Zaungäste, und dann gibt es eine kleine Gruppe an Immobilieneigentümerinnen und Eigentümern, die von Anfang an sagen, okay, ich will was machen, ich investiere und mit denen muss man ins Arbeiten kommen. Und dann gibt es einen Schneeballeffekt und eine Sogwirkung. Und da muss die Stadtgemeinde von sich aus auch Akzente setzen. Ich klicke jetzt ganz schnell durch. Feste, Märkte hat es gegeben. Das Büro vom Innenstadtkümmerer war immer in einem Leerstand und ist immer wieder gewandert, um zu zeigen, hey, da gibt es ein Potenzial. Es hat gemeinnützige Nutzungen gegeben. Gastronomie ist wieder reingekommen. Die Musikschule ist vom Stadtrand in die Innenstadt geholt worden als Frequenzbringer. Der öffentliche Raum wurde neu gestaltet von der Alexandra Stingel-Enge. Eine Begegnungszone gibt es, einen neuen Mobilitätsknoten, neue Läden, die Eigentümerwerkstätten, wo wir explizit mit Immobilieneigentümerinnen gearbeitet haben. Einen weiteren Beteiligungsprozess, Wirtschaftsförderungsprogramme. Und ich springe ins Heute und damit bin ich auch quasi dann schon am Ende. Gerade stehen wir an einem Punkt und das Projekt darf ich jetzt übernehmen, wo wir fünf der 17 SDGs ausgewählt hat, um die vor Ort umzusetzen mit Pilotprojekten. Und das darf ich jetzt in den nächsten Monat begleiten. Und auch das wird ein Beteiligungsprozess sein. Und als letzter Punkt, die kontinuierliche Begleitung ist uns auch immer wichtig. Das heißt, das Coaching von außen, wir werden immer wieder dazugeholt, beraten immer mal wieder, wo es braucht. Und, was Sie auch schon gesagt haben, Kommunikation nach außen, nämlich über kleine Dinge, über diese kleinsten Schritte immer wieder berichten, damit auch die Bürgerinnen und Bürger merken, okay, da passiert was, da tut sich noch was, auch wenn es nur kleine Erfolge sind, aber um diese Dynamik aufrechtzuerhalten. Und damit bin ich am Ende und zitiere den Mario Abel, der immer sagt, es ist schon viel passiert, aber es ist ein sehr langer und steiniger Weg und man muss auch wild entschlossen sein, den zu gehen. Vielen Dank. Vielen Dank für den tollen Vortrag. Ich finde es richtig spannend und richtig toll, wie ihr einfach, ich kann mir nicht ganz erklären, wie ihr also das schafft, dass dann diese Sogwirkung, wie du sagst, wirklich die Leute dazu bringt, dass die alle mitmachen, weil wir haben ja versucht, durch aufsuchendes Verfahren Menschen, die sich nicht von sich aus in Beteiligungsverfahren einbringen, irgendwie dazu zu bewegen, dass sie es doch machen. Und es ist so schwierig gewesen immer für uns, aber vielleicht dadurch, dass was Konkretes passiert, dass um was geht, was die Menschen jeden Tag vor der Nase haben, und dadurch, dass ihr eben dafür sorgt, dass von vornherein der Prozess als wirksamer Prozess erlebbar ist für die Menschen, muss man dann nicht extra dafür sorgen, sondern die kommen extra, also mich fasziniert das einfach und ich würde gern ein bisschen mehr noch hören darüber, wie ihr da drauf kommen seid oder wie das funktioniert. Ich versuche es ganz kurz. Das sind mehrere Zutaten, die wir da haben und ich bin jetzt seit 5 Jahren dabei und die wurden
lang vor meiner Zeit kombiniert. Und das eine ist der Leidensdruck und das merken wir tatsächlich. Es gibt Gemeinden und Städte, da machen wir genau den gleichen Prozess und es kommen 20 Leute. Und das sind aber Gemeinden, wo wir sehen, die haben nicht so den Leidensdruck. Und das muss man einfach auch dazu sagen. Das andere ist, über möglichst viele verschiedene Kanäle die Leute erreichen und sie mit auch eine Sprache abholen, die sie verstehen. Ich sage das jetzt ganz absichtlich, weil wenn wir darüber sprechen, SDGs in einer ländlichen Gemeinde in die Umsetzung zu bringen, dann ist das der wichtigste Akt, dieses verständlich machen, vermitteln und runterbrechen auf die Dinge, die die Leute vor ihrer Nase berühren. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben. Und dann das Dritte, vor Ort sein, niederschwellig zugänglich sein, am besten mit einem Zelt am Hauptplatz stehen, sodass die Leute, dass es viel, blöd gesagt, Laufkundschaft gibt. Wenn es, blöd gesagt, im Rathaus im dritten Stock in einem Seminarraum sitzt, da wird niemand kommen, der sich nicht wirklich brennend dafür interessiert. Das sind vielleicht mal so drei Dinge, wieso auch dieses Arbeiten vor Ort ganz wichtig ist.